Die Proteste der Südkoreaner gegen ihren Nachbarn aus dem Norden gehen weiter. Bei einem Konzert in der Hauptstadt Seoul, das der südkoreanische Präsident und die Schwester des nordkoreanischen Diktators besuchten, gab es am Sonntag eine weitere Demonstration. Im Moment verwandelt sich unser Olympia in Pyeongchang zu einem Olympia in Pyongyang. Jedes Land hat seine eigene Flagge. Die Flagge eines Vereinigten Koreas zu schwenken, bedeutet, sich dem Kommunismus zu unterwerfen. Wir sind wütend und versuchen, die Dinge richtig zu stellen. Nur wenige Meter weiter kam es auch zu einer Gegendemonstration mit Befürwortern für ein gemeinsames Korea. Die Menschen, die auf der anderen Seite südkoreanische und amerikanische Flaggen schwenken, führen sich nicht demokratisch auf. Sie wollen keine friedliche Vereinigung. Sie wollen nur dieses friedliche Olympia stören. Der Umgang mit dem kommunistischen Regime in Nordkorea spaltet weiterhin die südkoreanische Bevölkerung. Die Proteste für und gegen, sie werden wohl weiterhin die Olympischen Spiele begleiten.